Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen. Hallo. Und heute hat uns Florian ein paar 50 Fragen geschickt und hat Folgendes geschrieben. Hey Jungs, hier einmal, um euer Gewissen zu testen. Okay, Leute, also heute wird moralisch, weiß ich nicht. Ich knall den weg Gewissen. Auf dem Krankenhausdach. Um euer Gewissen zu testen, ein kleines Quiz mit 50 Fragen, die euch schon einmal gestellt worden sind. Es gelten die üblichen 50-Fragen-Regeln. Viel Spaß. Bedeutet 4 Punkte für eine richtige Antwort, 1 Punkt für alle anderen bei einer falschen Antwort. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das nicht weiß? Weiß ich nicht. Dann wird einfach nur eine Fremdschämen-Folge. Das heißt, das hier wird ein einziges Best-of jetzt, okay? Finde ich gut. Finde ich auch gut. Vielleicht sind ja auch Fragen dabei, da steht ja nicht, dass wir die Fragen nicht wussten, sondern vielleicht sind ja Fragen auch dabei, die wir wussten. Ja, die wissen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr. Ich habe gestern eine Folge Wer wird Millionär im Stream gespielt, die ich vor 6 Monaten schon mal gespielt habe und ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Ich war im Kanal mit den Bots, die sind mehrere Tode gestorben innerlich. Ich kann mich noch ziemlich gut dran erinnern. Das war der Fahrradhelm, Peter, oder? Ich glaube, Cookie hat sich mindestens 2-mal geritzt. Also, nein, aber war schon lustig, das so zu hören, während ich abgeraged habe, dass Apex nicht funktioniert hatte. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Frage 1, Game of Thrones. Die Nacht war dunkel und voller was nochmal? Schrecken. Ja. Voller was? Schrecken. Bitte was? Okay, keine Ahnung. Kann ich mich da wohl noch dran erinnern? The Darkest Night and Full of Terror. Full of Terror. Wer sagte oder sowas? Die rote Hexe. Die rote Frau. Ah. Wie gesagt, beim zweiten Mal gucken sieht man die, auch wenn die nackig ist, etwas anders, wenn man weiß, wie das ausgeht. Ja, guck mal, siehst du? Erste Frage, easy gewusst. Zweite Frage, wieder Game of Thrones. Was möchte Daenerys zerbrechen? Die Peter. Ketten. Peter ist gerade so richtig drin in Game of Thrones. Ich wollte auch gerade sagen, guckt der das auch gerade oder was ist hier los? Das steht hier nicht. Hä, die heißt Breaker of Chains. Ja, wirklich. Alter, eine Frechheit. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Heißt die Breaker of Chains? Die heißt Breaker of Chains. Ja. Heißt du vielleicht Cutter of Chains oder so? Ich kenne das. Also, pass auf. Ich guck mal eben nach, ob das da drunter zählt. Ich glaube nicht. Ja, buzzert mal gerade kurz nicht. Oh, warte mal. Was meinst du mit die Ketten? Ja, die Ketten ist eine Symbolik für die Sklaven. Weißt du, die will halt die Sklaven befreien, ist die Breaker of Chains. Nee, dann nicht. Verdammt. Die heißt Breaker of Chains, Frechheit. Sepp. Die Fesseln. Das ist nicht die Fesseln der Gesellschaft, die brechen will? Die Fesseln der Gesellschaft? Das kannst, die Ketten das mal sind bisschen falsch, aus. Aber die Fesseln sind richtig. Ja, aber Ketten ist ja auch was anderes. Führ das mal bitte aus. Die Fesseln der Gesellschaft, also das Kastensystem, was man halt da reingeboren wird in seinen Stand und weiß nicht, die Frauen halt unterdrückt werden und so eine Kacke. Also dieses Gesellschaftliche. Also okay. So wie die Sklaverei abschaffen. So. Ja, das, also Jonathan, ich muss sehr viel Text als lesen, das blöde ist alles, Fesseln. Alles abgefahren. Pass auf. Buzzer, Sound freigegeben, ja, ohne Punkte. Ich gebe jetzt einfach Peter 4 Punkte. Aha! Was? Ja, weil das Rad der Herrschaft, ja, ich so interpretiert habe, als dass sie das Rad der Herrschaft der 7 Königreiche brechen möchte. Aber irgendwo in irgendeinem Text scheint sie wohl das Rad der Herrschaft brechen zu wollen, das Rad der generell. Herrschaft aber nicht der Brecher der Ketten. Du musst uns dann noch die Punkte wieder wegnehmen. Also, Bram, hey, wieder alles wiegt. Und Sepp. Das Rad der, das sind aber auch alle Finne, ey. Antworten. Naja, nächste Frage. Vielleicht ist das, oh mein Gott. Game of Thrones. Für was hat Tyrion Lannister Platz in seinem Herzen? Was C. Ist das denn schon wieder? Ach so. Krüppel. F. Krüppel. Ja. Das waren einfach die Krüppel. Ich dachte Bier oder Frauen. Fuck. Naja, also mit Englischen ist es, glaube ich, Broken Things, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah. Alles das richtig. Würde Sinn ergeben. Ja, stimmt, es ist alles richtig. Er sagt, oh mein Gott. Oh Gott. Es ist alles richtig. Cripples, Bastards and Broken Things. Ah. Game of Thrones, Frage 4. Hä,
Hä? Das große Game of Thrones Quiz hier. Ist ja schon. Wie heißt der Sitz der Familie, welche die Weite regiert? Was ist denn die Weite? Ach, das ist die Weite. Kacke, ich wüsste auch nicht die deutsche Kacke, aber ey. Kennt ihr alle. Also, wenn man es liest, ne? Also, ja. Wer regiert die Weite? Achso, der Sitz der Familie übrigens, nicht die Familie. Oh, scheiße. Dann, ja, ficken, Highgarden. Ja. Richtig. Oder Rosengarten. Was ist denn die Weite, Alter? Ja, aber die Weite die ist da unten. Sind das nicht die Steppen oder sowas? Ja, also wenn es Highgarden ist, dann kann ich mir jetzt denken. Aber davor dachte ich mir so, Alter, Digga, was ist denn die Weite? Ja, das ist halt einfach so was wie NRW. Gibt's auch die Breite? Das ist wieder Rheinland. Ja. Oder das Rheinland. Rheinland ist besser. Ja, die regierende Rheinland. Guck mal an, wir sind durch mit Game of Thrones und gehen zu Videospielen. Peter, wie viele Lego Harry Potter Spiele gibt es außer die Collection? Bam. Ich sag mal 7. Nee. Ja. Dann sag ich 6. Nee. Dann weiß ich's nicht. Ich dachte halt. Ich weiß nicht mal, ob du nah dran bist. Vielleicht sind das auch 22. 3. Ja. Nein. Ich hab davon welche gespielt, aber. Haben wir nicht gemacht wie bei Lego? Das ist halt für alles. Für jeden Film einen. Ja, oder für jedes Buch einen. Passt ja beides. Ne? Oder gab es einen? Ja, deswegen habe ich 6 und 7 gehabt. 4, 5, 6 und dann noch 7. Oh, keine Ahnung mehr. Oder sind 6 und 7 falsch? Gibt es mehr Teile? Nee, drückt ein bisschen mehr. Also nicht die Collection. Ich weiß nicht. Peter sagt 5. 5 ist falsch. 4. Peter sagt 4. 4 ist auch falsch. Okay. Ah, aber in der Runde schon mehr Punkte gemacht, als wenn ich nur richtig gegessen hätte. Also. Ja, keine Ahnung. Dann schließe ich mal die Frage. 25. 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es gibt 0. Die gab es auch in der Wiederveröffentlichung. Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 und Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Oh, es gab 2. Nur 2. Also 2. Fuck. Oh, fuck. Mann. Da muss man alles gegenchecken. Da steht halt immer als Antwort 2. Okay, Frage 6. Doch so. Bleiben bei Harry Potter, aber nicht den Videospielen. Wer ist Hagrids Halbbruder? Was? Oh. Reicht eine Beschreibung? Also wir sind jetzt scheinbar bei den 50 Fragen zu Harry Potter angelangt. Christian, reicht dir eine Beschreibung oder brauchst du den Namen? Der Große mit dem Bart. Ich kenne den halt nicht. Okay. Sag einfach einen Namen. Ja, Name ist okay. Ich glaube, Fang hieß der, glaube ich. Oder? Aber mal, Ketten war nah genug dran. Okay, scheint keiner zu wissen. Pass auf. Ja, ich weiß nur, wer es ist, aber nicht, wie sein Name heißt. Ja, das ist ärgerlich. Okay, dann testen wir das mal. Beschreib mir den mal. Ich sehe den gerade. Ja, Moment, buzzer erst. Er muss aber buzzern. Ha, Bram! Okay, wenn es nur ums Beschreiben geht, dann kann ich da ja auch mitspielen. Ja, ne? Auch rein. Also pass auf, der ist auf jeden Fall, der ist ungefähr doppelt so groß wie Hagrid. Ja, und der sieht ein bisschen aus wie so ein Ogre-Troll-mäßiges, ja, und weil die sind, weil Hagrid ist ja die Mischung aus einem Riesen und einem Menschen und der Halbbruder halt nicht. Der ist halt ein richtiger Riese. Das lasse ich so durchgehen, denn hier steht im Gegensatz zu Hagrid ist er ein vollbürtiger Riese. Wenn ich mir das Bild angucke, geht das Richtung Shrek und er ist 4,88 Meter groß. Das war alles hat drin. Keinen Namen oder was? Der gut, heißt dass jetzt auf einmal Rob. Rammen durfte. Ja, du musst auch buzzern, Sebastian. Der heißt Rob. Ich wollte gerade anfangen zu erklären, dann wurde gesagt, man muss auf einmal buzzern. Ja, du musst immer buzzern. Ah, ist okay. Ich wollte schon früher buzzern. Hier. Erst hieß es nur der Name, dann muss man es erklären. Okay, ja. Dann hätte ich jetzt aber gerne Vor- und Nachnamen. Harry Potter, wer tötete Bellatrix? Ja. Molly Weasley. Ja, guck mal, geht doch. Alter, keine Lestrange. Ahnung. Molly Weasley? Ja. Die Mutter von Ron. Die hat den geschafft. In der, in der Halle oben auf so einer Tribüne. Ich weiß gar nicht mehr, ob die links oder rechts sind. Das sind doch, die Weasleys sind doch gute Zauberer, ja? Nur weil die arm sind, wollen wir die nicht so fertig machen. Echt, sind die arm? Die haben doch ein Haus, oder? Ja, die sind arm.
Okay. Dann ist ein großes Thema in diesem Buch, von seinem Buch. Die sind Großgrundbesitzer, aber die haben keine Kohle. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber wie gesagt, die haben halt ein Haus und ein Grundstück, weißt du, da wäre für mich schon so, okay, arm. Die haben nicht nur ein kleines Grundstück, die haben ein Riesengrundstück. Stimmt, wieso die haben ein ganzes Feld. Dann arm? Ja, ach so, klar sind die arm, weil die dann natürlich alles bezahlt haben. und kein Geld mehr übrig hatten. Naja gut, wir verlassen die 50 Fragen zu Harry Potter und gehen über zu, falls ihr euch erinnert, wir hatten diverse, ich glaube mehrere sogar, 50 Fragen zu Marvel. Oh also, ja, ganz wild. Haut euch ein bisschen, und ich gehe davon aus, da weiß ich nicht, gucken wir mal. Wie heißt Peter Parkers bester Freund? Ach, shit. Hast du vor uns Zunamen? Hier steht sogar noch der Spitzname bei. Ich kenne nur den Spitznamen. Reicht auch die Beschreibung? Nee, Beschreibung, hier stehen drei Namen. Also der Spitzname wird mir reichen. Okay. Dann ist Ned. Dann ist Ned. Dann ist Ned. Ned heißt Edward Leeds. Das hätte ich nicht gewusst. Leute, ich dachte, Osborn nicht auch eine richtige Antwort? Nee, von den neuen. Osborn müsste da auch, das ist doch der Alte von dem alten Film. Oh ja, stimmt. An den hat sich gerade richtig gewesen. Ja, hat ja keiner gesagt. Aber Osborn wäre richtig, oder? Ja, also Osborn wäre auch richtig gewesen. Moment, nur der Name Osborn? Ey, da gibt es ja zwei Charaktere, die so heißen. Das ist der Vorname, da ist Harry. Ich hätte Harry Osborn gesagt. Ja, keine Ahnung, wie der Vorname davon ist. Dann Harry, weil der Papa war ja nur der... Willem Dafoe. Ja. War aber nicht gesucht. Frage 9. Wir gehen von Marvel weg und gehen zu Peatsmeet. Zu welcher Veranstaltung wurde der erste inoffizielle Peatcast aufgenommen? Oh Gott. Sepp. Dieses Ding da in England, ja! Wo Christian und Peter waren. Hieß wie? Entschuldigung. Was denn? Habe ich nicht verstanden? Dingeling. Dingeling? Nee, Dingeling ja, ist falsch. So ähnlich. 2, 3, 2, 1. Ja! Das war die Geek. Das war die Geek. Geek hieß das. Ich war bei was anderem. Ich war irgendwie beim Videopreis und war so, ja komm, das entwickelt sich genau richtig. Ich hab die Antwort auf den Lippen. Gab's sogar später nochmal irgendwann wieder, habe ich immer nochmal gesehen. Aktueller Punktstand nach 9 Fragen, 20 für Peter, 20 für Bram, 6 für Jay, 4 für Sepp. Und wir gehen zu Frage 10. Wir werden zweistellig und wir gehen zurück zu Harry Potter. Wilde Wechsel hier. Ja, wann treten die Todesser das erste Mal in Erscheinung, Jay? An dem Turnier, an der Weltmeisterschaft von Quidditch. Das ist richtig. What? Ich hätte es auch gedacht. Früher, ich hätte auch früher gesagt. Wann denn? Ja, okay. Im Zug das allererste Mal. Hä? Zug? Als sie den Zug überfallen. Genau, einem Hogwarts-Express. Wobei, das waren nicht die Todesser, das waren die Demogorgons, ne? Dementoren. Ach, stimmt, das waren die Dementoren. Oh, Demogorgons shit. Also theoretisch Serie. Vielleicht sogar da, wo halt Voldemort hier die Eltern umgebracht hat oder so Quatsch, aber ich glaube in den Büchern... Voll der Mord? Ja. Ich weiß schon, wie du versucht, Todesser zu sagen. Also, naja. Todesser. Nächste Frage, Frage 11. Online-Games. What? Okay. Welchen Boss gibt es nur in der mythischen Version von Thron des Donners in Klammern Pandaria? Um Gottes Willen. Was für eine Masse? Was? Wann haben wir denn diese Frage gestellt? Alter, was wann haben wir denn diese Spiele gespielt? Thron des Donners. Ja, ich weiß, was es ist, aber alter Falter. Da lehne ich mich doch mal entspannt nach hinten. Ja, also gar keine Ahnung. Wie genau brauchst du die Antwort? Ach, wir reden von WoW, oh mein Gott. Ja. Ah, okay, das habe ich doch hingekriegt. Wie genau brauchst du die Antwort? Habe ich nicht hingekriegt. Da steht ein Name. Ja, okay. Ja, gerade brauchtest du auch keinen Namen. Ja, aber wenn ich da nur den... Ich habe da nur den Namen stehen. Meckerpott. Okay. Du hast den ja auch gerade aufgerufen, den Namen. Ja, aber ich gebe den Leuten, die halt Ahnung haben, gerade noch Zeit, mir den Boss, den es nur in der mythischen Version von Thron des Donners in WoW Pandaria gibt. Weißt du, von vor 5 Jahren. Den gebe ich jetzt gerade noch Zeit und, Nee. Nope. Okay, also ihr dürft buzzern zum Beschreiben. Ja. Gerne ihn hinlegen, danke. Das ist einer der Mogu. Das hat ganz schön lange gedauert. Ich dachte, der buzzert jetzt direkt. Das ist ein Mogu.
Bleib mal entspannt. Das hat vorhin auch gereicht. Ich Troll, ich hab mich Troll. Ich hab den Troll das viel genauer beschrieben. Ich hab ja auch beschrieben, wie seine Familiensituation ist, ja. Ja, ja, ich weiß schon, was Jay meint, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mogu ist. Weiß er. Das weiß ich natürlich nicht, ob das ein Mogu ist. Ich hoffe, dass das ein Mogu ist. Das weiß ich nicht. Das ist doch deine Antwort in diesem Quiz gewesen. Ja, also das ist natürlich ein Mogu. Aber wenn das kein Mogu ist, dann würde ich dafür keine Punkte geben, auch wenn er gut beschrieben ist. Dann würde ich sagen, ist das falsch, wenn das kein Mogu ist. Was? Jetzt werdet ihr aber ganz verrückt. Das ist falsch. Das ist doch kein Mogu, habe ich gehört. Derjenige nutzte es, um den von... Ja, Jay? Dann müsste das einer der... Boah, das sind diese Steinviecher, diese riesigen, die auch in dem Thron sitzen in Nordend. Ich weiß gerade nicht, diese nicht götterähnlichen, weil das ist schon zu weit. Das sind einfach diese großen steinernen Typen, die wohl auch in Uldaman drum geht. Ich wollte die einfach nur noch ein bisschen quatschen lassen, weil das war gerade sehr unterhaltsam, aber die riesigen Steinwächter würde mir reichen in dem Fall. Mogu deswegen nicht, denn ja, die Mogu haben die beschworen dann. Ra-Den reden wir übrigens drüber. Nutzte seine Fähigkeit oder sonst was, um den von den Titanen geschmiedeten Volk der Mogu Leben einzuhauchen. Ja, Jay, nicht nur Ra-Den, ja, Wissen. Ja. Ja, ey, ich hab den damals gemacht, um ein bisschen Transmox zu farmen, als ich ein bisschen WoW gezockt habe, aber Musste ich den auch haben irgendwann mal, aber ja. Eieiei, wie ihr seht, heute absolutes Basiswissen am Start. Oh, jetzt wieder nach vorne. Jetzt geht weiter. Frage 12. Wir bleiben bei WoW. Sehr gut. Und ich hätte jetzt gerne, welche vier Tiergestalten beten die Pandaren an? Alter. Vier Stück. Alter. Ich weiß eine, aber die reicht dir da nicht, wenn der vier ist. Die reicht mir nicht, wenn ich vier möchte. Das deckt sich doch bestimmt mit dem Panda-Fell. Jay. Schildkröte, Kranich, Ochse und Tiger. Das ist falsch. Ich gebe dir einen Tipp. Klang aber knapp. Einer war falsch. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, dann schließe ich die Frage. In 5. Für mich musst du nicht warten. 4, 3, 2, 1. Es sind Tiger, Kranich, Ochse und Drache. Oh, die Schildkröte war falsch, damit habe ich nicht gerechnet. Weil die auf einer Schildkröte da gelebt haben, dachte ich halt, die würden die auch anbeten. Nee, ach, die beten ja nicht hier zu Hause an. So, wir gehen weg von WoW. Und zurück zu unserem sehr breit gefächerten Allgemeinwissen. Oh, okay. Und, oh mein Gott, die müsste ich beantwortet haben, die Frage. Von welchem Autor stammt das Buch Der Name der Rose? Uff. Wenn Chris das beantwortet hat, dann wusste das ja keiner von uns. Hemingway. Nee. Jay. Günter Grass. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es dann auch nicht. Okay. Im Namen der Rose. Peter hatte deutsche Leistung, der muss das wissen. Ja. Ich meine, dass ich das auch mal gewusst habe. Jetzt nicht raten, Peter, ne? Ja, das Wissen ist hinten runtergefallen, deswegen. Das ist die Person, die einen Penis hat. Mario Adolf spielt in dem Film, glaube ich, mit. Nee. Mario Adolf? Da spielt Sean Connery mit und Christian Slater. Oh. Die besuchen ein Kloster, in dem die Mönche alle ermordet werden und müssen das aufdecken. Guck mal. Die Rose so eine Gilde oder so eine Sekte? Ja, Dan Brown an. Ich glaube, es ist Dan Black. Der Mann ist 2016 leider gestorben. Aber der ist auch 32 Jackson. Geboren worden. Michael Jackson ist sogar gestorben. Stephen King. In Piemont ist der geboren worden. Ist ja Wahnsinn. Wie die Kirche. Macht der Kirche. Ja, die Kirche. Ja, okay, pass auf, ich gebe mal, ich mache die Frage mal dicht. In 5, 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es wäre Umberto Eco. Aha, den habe ich schon mal gehört. Ich habe den nochmal gehört, aber. Umberto Eco. Da haben wir uns dann so drüber kaputt gelacht, weil der Typ Umberto heißt. Ja, genau.
Umberto Eco wäre die Wesen. Hast du meinen goldenen Umberto irgendwie bei Joko und Klaas? Ja, genau, irgendwie besonders so. Besonders beschissene Leute oder sowas? Okay, bei der nächsten Frage steht extra in Klammern ganz hinten keine Schätzfrage. Okay. Allgemeinwissen. Wie viele Staffeln Supernatural gibt es? Ach, das hatten wir schon. Ja. Jay? Diese Schmutzsendung. 12. Bitte was? 12! Nein. Bam. 11. Falsch. Ich gebe frei. Bam. 10. Gib frei. Peter. 16. Gib frei. 13. Gib frei. 14. Gib frei. 9. Oh, falsch. Ich gebe wieder frei. Peter. 17. Woo, ist falsch. Ich gebe wieder frei. Peter. 15. Na, endlich. Ach, was? Ficken. Ja, keine Ahnung, ey, die Kackserie da. Die waren immer um die richtige Antwort hin und her tanzt. Oh ja. Herrlich. Ja, oder man trifft es direkt beim viele. Ersten Mal gefühlt. Ja, entweder das oder das. Dann so 15, okay, bam. Oder halt 1 bis 14 und dann 16 ja, bis 23. Nicht raten. Nicht raten. So, wissen. Frage 15 und drei Leute werden, müssen jetzt ganz schnell sein beim Buzzern. Einer wird ein bisschen kotzen, denn es geht um Gothic. Ah, noch besser. Im Sumpf, also ist ein bisschen länger. Im Sumpf in Gothic 1 findet man einen Mann namens Baal Netbeck. Welchen Plan verfolgt er? Jay. Er möchte, dass die Pflanzen die Welt regieren. Ja, das ist mir nah genug dran. Ach, das war der ganz crazy Motherfucker. Der möchte den Sumpf irgendwie in eine Wiese verwandeln, also. Das Als wenn du dich an Baal-Netbeck erinnern kannst. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal Gothic angefangen. Bis selbst wenn ich das gestern gespielt hätte mit der Quest, wüsste ich das nicht mehr. Dann Baal-Netbeck ja, schon. Aber was heißt letztens? Ist auch schon ein bisschen her, oder? Ja, 2 Monate. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Frage 16. Wir sind wieder bei Allgemeinwissen. Was ist die Besonderheit an der 9. Sinfonie Beethovens? Beethoven war taub, als er sie gemacht hat. Das wäre besonders an Beethoven, ja, aber nicht an der 9. Sinfonie. Naja, er war bei all seinen Sinfonien taub. Ja. Peter. Ja, das ist jetzt hier, ich sorge mal für ein bisschen Aufregung. Das Besondere an der 9. ist, dass das die meistgehörteste und die erfolgreichste Symphonie ist von ihm. Das ist das Besondere? Also das ist wahrscheinlich richtig, passt, also ist aber nicht bei der Frage gedacht. Ja, das ist Rick. Jay. Die ist zweiteilig. Nee. Was ist das denn, die Mondscheinsonate oder was? Nee, wir hier, ne? Eine schöne Götterfunkel. Okay, dann krieg ich das. Aus Elysium. Was gibt's da? Warum ist die so krass? Das ist das Besondere. Jay. Das ist die Hymne der EU. Jo, das ist auch richtig, aber nicht die Besonderheit der 9. Sinfonie Beethovens. Schade. Also, was haben die anderen Sinfonien von Beethoven nicht, was die 9. aber hat? Boah, Alter, bestimmt irgendwie. Oh, ja, hier. Erfolg. Das stimmt. Komm. Text. Die anderen sind halt Melodien. Und Freude schöner Götterfunke hat einen Text. Die Mondscheinsonate hat zwischen keinen Text. Boah, komm, da ist mir da genug dran. Oh, was? Alter, Finne, ey. Die haben einen Chor. Ah, ja. Meint und ich schon. Richtig. Also, ja, ist ja also richtig. Das brauchst ja kein Chor, wenn kein Text gibt. Also, kannst du bitte nachgucken, ob die Mondscheinsonate Text hat, weil dann wäre das falsch, die Antwort. Oh mein Gott. Aber dann bräuchtest du ja auch einen Chor. Ja, also, das ist ja schon was anderes, als die haben einen Chor. Wenn irgendwelche anderen Singer da einen Text ich haben. Find, das ist 1:1 die Antwort, die da stand. Fände ich okay. Das habe ich gewusst, das war nicht geraten. Er hat ja auch gesagt, die Mondscheinsonate hat nämlich keinen Text. Ich sehe bei der Mondscheinsonate jetzt keinen Text, es sei denn, ne, das sind nur Anweisungen. Ist okay. Erster Satz, Adagio sostenuto cis-moll alla breve 69 Takte. In Zweifel flutscht das halt durch. Ja, ich nehme das. Ich finde das gut, wenn flitscht. Finde das eine gute 17. Antwort. So, wuhu, wir gehen in den Sport.
Oh, mal gucken, ob Papa Platte diese Frage jetzt beantworten könnte. Formel 1. Mhm. Wie heißt die einzige Frau, die je Punkte in der Formel 1 erzielte? Oh Mann, das war die Italienerin. Da gibt's auch einen Spitznamen, würde mir auch reichen. Ja, weiß ich nicht. Francesca. Weiß ich leider auch nicht. Sie muss Francesca heißen. Keine Ahnung. Die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal. Achso. Daher kann ich mich nicht dran erinnern. Dann schließe ich die Frage, also ich gucke mir die mal eben an. Aber Beschreibung reicht mir da nicht. Also, sieht aus wie eine weibliche Rennfahrerin. Wie habe ich mir denn eine weibliche, okay, lassen wir so wie Lewis besser. Hamilton, nur als Frau. Nee. Und eine andere Hautfarbe. Ja, Frisur ganz anders, meinst du? Die hat eine Frisur. Und längere Haare. Die geht eher Richtung Günther Netzer, ja. Also, schließen mal in 5, 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es war Maria Grazia Lombardi. Ah, natürlich Maria. Anführungszeichen. Guter italienischer Name. Ich weiß gar nicht, sagt man Lella auf Italienisch oder Leia? Oder? Ach, das muss ich mir merken. Das kommt bestimmt immer nochmal. Lombardi. Ja, Pietro Lombardi, das ist die Schwester. Da ist die Schwester, Lela. Ja, genau. Also die Schwarz-Weiß-Fotos aus den 70ern. Die Mutter. Ich habe wegen euch, habe ich das schon als bei Jeopardy, bei Drift, habe ich eine Formel-1-Frage als erster am schnellsten richtig beantwortet. Ja, fand ich auch gut. Ja, wer die meisten Weltmeistertitel hat. Boah, Alter, solche schweren Fragen werden bei Reef gestellt. Ja, okay. Ja, wir haben ja sogar zwei Antworten. Das ist schon schwer. Übrigens, kleiner Funfact, die hat 0,5 WM-Punkte erzielt. Cool. Ist das über die Linie gestolpert oder was? Was ist das denn? Es könnte sein, also das gab es ja letztes schon mal, als das Rennen, da ist das verkürzt worden. Weil da so viel, da ist so viel Zeit verstrichen aufgrund von roter Flagge, Rennen unterbrochen und so. Das sind alle rausgeflogen und sie ist dann wenigstens Zehnte geworden, hat aber die Hälfte der Punkte nur gekriegt. Mega. Ja. So ungefähr. Umgelaufen. Frage 18. Blockbuster. Oh mein Gott. Warum wurde der erste Teil der Harry Potter Reihe, Harry Potter and the Philosopher's Stone, oder in den USA zu Harry Potter and the Sorcerer's Stone umbenannt? Warum wurde Philosopher's Stone in den USA, ja? Ja, du sagst es doch quasi, das kann ja keine Sau aussprechen. Ja, das ist richtig. Ah, dafür sind die Amis als ob, Philosopher wäre als Begriff schlechter zu vermarkten gewesen. Alter. Das ist exakt der Grund. Die Frage kann ich mir noch erinnern. Damit geht Bram in Führung. Frage 19. Oh, Sport. Okay, jetzt wieder, schnell an die Buzzer. Was ist Dartitis? Bram. Das ist, wenn du beim Dart spielen genau den Ring triffst. Weißt du, zwischen zwei Feldern gibt es ja diese Linie, ja, die aus Draht ist oder so. Wenn du genau dagegen schmeißt und der Pfeil dann deswegen nicht hängen bleibt, sondern runterfällt, das ist Dartitis. Das ist falsch. Okay. Dartitis ist eine Entzündung, die durch die Dartwerfbewegung wahrscheinlich im Arm irgendwo ist. Keine Ahnung, ob das Handgelenk ist oder Ellbogen oder what immer. Das ist auf jeden Fall eine Entzündung. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Oh. Das ist sowas wie Gips. Wenn du Dartitis hast, ist das gleiche wie Gips. Was ist denn Gips? Gips ist, wenn so ein Sportler sein Selbstvertrauen verliert und dann halt nicht mehr performen kann, obwohl der eigentlich ziemlich gut ist. Das heißt Gips. Also das ist nicht nur für Sportler, das gibt es halt überall. Weißt du, beim Dart heißt es halt dann nicht Gips, sondern Dartitis. Ich habe gehört, Barney Stinson hatte das beim Sex. Genau, Barney Stinson hatte das beim Sex. Also wenn du einfach nicht kannst, oder was? Genau, weil du nicht kannst, weil du psychisch gerade vielleicht... Das hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du vorher schon gesagt, aber es ist tatsächlich bei Dartspielern Probleme beim Abwerfen des Pfeils, wie Jay das gesagt hat, aber hier steht explizit, es ist ein psychischer Zustand. Aha. Und keine Arthrose heißen. Sind die doof. Das ist aber, komisch. Ey. Das ist aber wirklich komisch. Itis ist immer eine Entzündung. Ein psychischer Zustand, der bei Dartspielern zu Problemen beim Abwerfen des Pfeils führen kann. Das wissen wir jetzt. Frage 20. Wir gehen zurück in unsere Kindheit. Harry Potter. Ich hoffe, ihr habt Geschichten vorgelesen bekommen. Bitte, Puck. Und da hätte ich gerne gewusst, wer hat Max und Moritz geschrieben? Alter. Oh, das wusste ich mal. Nicht einfach die Gebrüder Grimm? Nein, ich gebe mal frei. Wer war's? Wer war's? Bram? War Eric Kästner?
Der Erich, der Erich wart nicht. Ich geb frei. Der Erich wart nicht. Ist er nicht viel, viel älter? Stimmt, Maxi Moritz ist schon uralt, wa? Ja, ja. Deshalb waren die noch so brutal. Wäre viel geiler, wenn die Frage nach morgen gestellt werden würde. Wie nach morgen? Ja, morgen gucken wir uns so React auf Max und Moritz an. Oh, echt? Cool. Was fand er mal? Ach so, lol. Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Wieder bei, ja. Dann gebe, also dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen, es war Wilhelm Busch. Gut, dann machen wir weiter mit Frage Nummer 21. Und YouTube Deutschland hatte 2015 einen Film von Fresh Torge. Wie hieß der? Fuck, Alter. Jay. Kartoffelsalat. Oh, ja. Nicht Bananenbrot. Ich wollte drücken, wollte Kartoffelpüree sagen. Ah, nice. Der hieß Kartoffelsalat, sehr richtig. Frage 22. Monster. Hier steht halt einfach nur Monster als Kategorie, aber es wird die Monster AG sein. Wie viele Augen hat Squiff? Oh, voilà. Du Scheiße. Fuck. Moment, 6. Nee, das ist falsch. Und ich muss gerade mal gucken, was das ist. Ich kann gar nicht drücken. Ich weiß nicht, wer Squiff ist. Okay, das ist nicht mal ansatzweise Monster AG, sondern... Pass auf, wie viele Augen hat Squiff aus dem Moshi Monsters Franchise? Was? Was haben wir denn jetzt schon wieder? Was ist das denn? Dann gehen wir mal mit 4 mit. Nee. 8. Nein. Der Rest hat auch so einen Tenshinhan und hat 3. 3. Peter? Nein! Rex! Immer Jay, wenn Jay was sagt, ich musste direkt mal, ich habe auch gedrückt, aber kam nicht dazu. Immer also, die. Schade. Das ist der Jay'sche Punkt, den du mitnehmen kannst. Wie ihr euch erinnert, Squiff natürlich der Gelbe mit der lila Haarlocke, den 3 Augen und den 2 Zähnchen. Klar. Die vorne rausgucken. Kennt jeder. Ich weiß gar nicht, was dieses Monji-Franchise ist. Moshi Monsters. Moshi Monsters. Moncherie. Da gibt es auf jeden Fall Spiele für den DS für aus dem englischen Wort. Moshi Monsters war ein britisches Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel für Webbrowser, das sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren richtete und über 80 Millionen registrierte Benutzer in 150 Gebieten weltweit hatte. 2008. Cool. Ich frage mich, ob wir exakt diese Passage schon mal vorgelesen haben. Slay. Ja, ist der Wikipedia-Eintrag, ist recht wahrscheinlich. Und dann werde ich es ja auch wieder morgen vergessen haben. Ich auch. Wahrscheinlich. Ich auch. Und zwar Moshi jetzt Monster. Bei Frage 23. Schulwissen. Von welchem Komponisten stammen die 4 Jahreszeiten? Okay. Mozart. Nein, ich gebe frei. Peter. Beethoven. Ich gebe frei. Ram. Ach. Ich gebe frei. Ja, so, das waren so die Top 3 durch. Also die haben wir auch schon gehört. Ach, müssen wir bedenken, Schulwissen ist so eine Sache, weil Musikunterricht ist ja so, der hat, glaube ich, in der 10. Klasse bei mir geendet. Also wir hatten nur in der 6., glaube ich, Schulmusikunterricht. Und da gucken wir mal, vielleicht hatte Bram den länger. Udo Lindenberg, der wohnt im 4 Jahreszeiten. Nein. So macht man Witze. Das ist der Typ mit den grauen Haaren und der roten, schwarzen Jacke. Graue Haare und eine schwarze Jacke. Das wäre falsch. Ja. Die Bilder haben meistens eine rote Jacke. Lindemann? Gibt's den Chopin? Chopin gibt's. Chopin war ein Pianist. Ah. Schade. Na dran. Ziemlich gut. Eine rote Jacke? Die Nocturne ist von Chopin, höre ich sehr gerne, wenn man sich ein bisschen... Ja, Nocturne ist es schon. Ja. Also ich sag mal, auf den meisten Bildern siehst du keine Farben. Nee. Keine Ahnung. Achso, weil der so alt ist, dass es keine Farben gibt. Ja, das ist natürlich belastend. Ja, es gab schon Farben, aber es gibt keine Fotos. Also. John Williams, oder? Ich gebe mal die Frage zurück, ne, ans nächste. Bobby Williams, 50 Jane. Fragen, was irgendwann kommt. In 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre Antonio Vivaldi gewesen. Ah. Vivaldi. Vivaldi, Vivaldi. Ich glaube, das ist ein Zwerg aus Witcher 3, der heißt auch Vivaldi. Ja, der ist aufgekauft worden. Ne, die wollten Ubisoft aufkaufen, ne? Die Vivaldis. Ja. Das ist einfach Vivendi. Den Violinist aus des Barock wollten die einfach mal kaufen. Der war sogar Priester. Cool. Der Spang.
Frage 24. Kinderserien, Leute. Ende der 90er gab es eine Serie mit dem Namen Flipper und... Was? Okay, Bram. Seine Freunde. Finde ich einen sehr schönen Titel, aber ist leider falsch. Schade. Peter. Flipper und Britta. Das ist falsch. Nee, Flipper war doch der Delfin, oder nicht? Ja, vielleicht hatte der eine Freundin. Flipper! Fuck, wie ging das weiter? Flipper und Free Willy. Oh mein Gott. Also die Serie habe ich nie gesehen, weil... Nicht? Das mit dem Delfin. War das nicht sogar eine deutsche Serie? Also 99 kam die, es gibt drei Staffeln. Schauplatz ist die Südseeinsel Iloka mit einer einzigartigen Unterwasserwelt. Dann hat hier den Kaffeemarker hat er gekauft. Flipper und Melitta. Bam. Flipper und, was hast du gerade gesagt, Iloka? Nee, das ist hier die Insel. Ach, schade, ich dachte, ich probiert mal. Ja, aber Flipper wann? Und seine Arbeit und Abenteuer. Ah, seine Arbeit. Und seine Arbeiter. Flipper und seine Arbeit. Nee, es sind nicht seine Abenteuer, ich gebe das frei. Und die Tierschlachterei, aber ich bin kurz einmal bei der Tür. Okay, dann warten wir. Dafür drücke ich nicht für diese Sache. Ausnahmsweise nicht. Dann kann ich jetzt, also ich glaube nicht, dass Jay nochmal drücken wird, denn dann sage ich schon mal 5. 4, 3, 2, 1, geschlossen. Oh, jeder hätte natürlich gewusst, es war Flipper und Lopaka. Oh, ja. Ah, klar. Lopaka war ich mit dem Inselnamen noch gar nicht so schlecht. Ich sag mal, Lopaka kann man sich vorstellen als Tarzan des Unterwassers. Also der ist halt unter Wasser. Aquaman. Ja, so ein bisschen. Aquaman. Kann er sich da von Alge zu Alge schwingen? Ich glaube, der hat sich mal an Flipper festgehalten und ist auf dem geritten und dann haben die da ihre Unterwasserabenteuer erlebt. Cool. Klingt voll scheiße. Kann der unter Wasser atmen? Der steht da ja. Kann man bei Prime Video gucken? Ist ja Wahnsinn. Okay, also Frage 25. Sitcoms. Wie viele Brüder hatte Malcolm aus Malcolm mittendrin am Ram? 3. Das ist falsch. Ram. 2. Das ist falsch, ich gebe frei. Jay. Wir hatten doch am Ende noch einen Sohn bekommen. Ich glaube, es ist 4. Jamie. Oh. Am Ende der Serie. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern an die Frage. Was waren die Antworten mit Flipper? Lopaka. Ah, na klar. Klar. Das war nicht die Tierschlachterei, Jay. Schade. Frage 26. Jetzt müsste er, glaube ich, wieder schnell sein. GTA. Kann man in GTA Vice City tauchen? Jay. Nein. Richtig. Tja. Frage 27. Oh, wir gehen zurück in Religionsunterricht. Bibel, in welchem Fluss wurde Jesus getauft? Jay. Im Jordan. Das habe ich damals nämlich nicht mehr gewusst. Und habe euch die Geschichte erzählt. Wie Jonathan auch im Jordan. Dann bin ich nämlich auch mit getauft worden. Hat nichts geholfen. Frage 28. Filme der 2000er. Wodurch wird Los Angeles im Film 2012 zerstört? Sepp. Durch eine riesengroße Flutwelle. Falsch, ich gebe frei. Okay. Außerirdische. Ich gebe frei. Bam. Ein Erdbeben. Ein Erdbeben. Aber die Flutwelle kommt danach auch nochmal, ne? Ist ja eine Tsunami. Das weiß ich nicht. Das ist... Frage 29. Schmuck. Mythen und Sagen. Eine Sage handelt von einem Kapitän, der durch einen Fluch dazu verdammt war, bis zum... Der fliegende Holländer. Das ist richtig. Alter, stark. Uiuiui, bis zum Ende aller Tage die Meere zu umsegeln, ohne einen Hafen anlaufen zu dürfen. Von wem ist die Rede? Davy Jones hätte ich erst geantwortet. Davy Jones. Ich weiß nicht, ob das eine Sage ist. Ja, nicht so ganz. Frage 30. Wir sind wieder bei Pizmeet. Nenne zwei Kanäle, die über den Kanalreiter Kanäle des Pizmeet-Kanals verlegen. Ja? Dalukat und LeFloid. Das ist richtig, denn keine Pizmeet-Kanäle wäre noch die Einschränkung gewesen. Oh, smart. Frage 31. RPGs. Remnant from the Ashes. Auf welche Art und Weise kam die Saat auf die Erde? Bram. Aliens haben die auf die Erde gebracht. Das steht da nicht. Okay. Okay. Ist aus dem All gefallen, also meinetwegen Meteorit oder so. Nee, ich gebe wieder frei.
war denn das für ein Game? Hat der Teufel mitgebracht. Der Teufel war leider nicht. Ich gebe wieder frei. Der Wichser. Der Devil. Haben wir das... Das war dieses Koop-Ding, was wir nur einmal angezockt hatten, ne? Oh, war ja Peter. Ja, die Saat kam von ganz tief unten von alleine. Nee. Von den Reptiloiden? Ja. Haben die Menschen mitgebracht. Haben die Menschen mitgebracht? Aus dem Obi. Ja, aus dem... hast du nicht gesagt, das kam aus dem All? Ich hab nicht gesagt, das kam aus dem All, das hat irgendwer anders gesagt. Ah. Das ist falsch. Okay, dann. Haben Menschen mitgebracht aus dem All. Dann schließe ich die Frage. Holt euch den Jason-Punkt. Komm ran. 5. Ja, gesagt. 4, 3, 2, 1. Geschlossen. In einem Wissenschaftsexperiment wurde ein Portal in eine andere Dimension eröffnet. Und die Saat kam auf die Erde. Was auch immer die Saat ist. Oh, Alter, wie bei Doom. Ich kann dir zeigen, was die Saat ist. Was? Wie bei Doom. Bei Doom sind die Portale 7. Portale zur Hölle geöffnet auf dem Mars. Ja, das stimmt. Ja. Frage 32. Pete's Meat kocht. Nenne alle Küchenutensilien, die auf der Pizza. Hat man schon mal. Hammer, Pfannenwender und ein Quirl. Naja, so ein Schneebesen. Quirl. Das ist falsch. Scheiße. Gib wieder frei in 3, 2, 1. Zap. Das ist der Hammer, den hat Jay, das Messer hat Peter, ich habe einen Kochlöffel, Ram hat die Bohrmaschine und Chris hat den Schneebesen. Ich glaube, das ist richtig, aber das ist nicht gesucht. Ich gehe wieder frei. Schade. In 3, 2, 1. Nenne alle Küchenutensilien, die auf der Pete's Meat kocht Schürze zu sehen sind. Ja, das ist quasi das Logo, oder? Ja. Ich habe gerade einmal nach unten geguckt, ob ich ein Pizza Meat Koch T-Shirt an habe. Habe ich leider nicht. Hammer, Pfannenwender und Kochlöffel? Nein. Ach, ich weiß das doch nicht. Okay, ich gebe euch einen Tipp. Weißt du, sind drei. Vier Dinge. Oh. Wow, das hätte ich ja so gewusst. Okay. Vier? Das sind drei. Vier. Ich glaube, das ist exakt das gleiche wie beim letzten Mal. Ich glaube auch. Ich schließe die Frage an. Dass wir unsere Logos so gut kennen. In 5, 4, 3, 2. Hammer, ja. Kochlöffel, Pfannenwender und Schneebesen. Das ist leider falsch. Okay, dann hoffe ich jetzt darauf, dass das von Sepp. Also der Hammer und der Pfannenwender auf jeden Fall. Das, was alle nicht wussten, ist die Sauciere. Aber ich weiß nicht, ob es der Kochlöffel war, deswegen nehme ich den. Das ist falsch. Scheiße. Ah, natürlich ein Hammer, ein Kochlöffel, ein Messer. Das ist falsch. Fuck, ey. Find ich doch. Schließe in 5, 4, 3, 2, 1. Also, geschlossen. Pfannenwender, ja. Hammer, ja. Sauciere. Was ist denn mit dem Messer? War wirklich richtig. Moment, das hat Sepp gerade gesagt. Aber da war die Sauciere halt ja, falsch. Ja, aber Sepp hat den Kochlöffel gesagt. Genau. Kochlöffel ist da nicht drauf. Ich bin gerade Trinken holen gegangen und da bin ich an dem Schneidebrett vorbeigegangen, da ist die Sauciere nicht drauf. Ich hätte auch nicht mehr gedrückt. Ja, wir reden ja auch von der Schürze. Ja, ja, nee, aber finde ich halt interessant, dass also das Logo die ja hat drunter. Die Sauciere. Ja, genau, okay. Ja. Genau, also Kochlöffel ist halt nicht drauf, deswegen. Ja. Gut. Frage 33. Oh, Märchen. Hm. Märchen. Das Bildnis der Gebrüder Grimm zierte welchen Geldschein? Uff. 5 Mark. Das ist falsch, ich gebe frei. Jeder. 10 Mark. Das ist falsch, ich gebe frei. 500. Das ist falsch, ich gebe frei. Jeder. 20. Das ist falsch, ich gebe frei. Ram. 50 Mark. Das ist falsch, ich gebe frei. Okay. Lass! Gab's nicht noch den 1000? Fuck, ich bin raus. Oh. Nice. 1000 Mark. Alter, 1000 Mark Geldschein. Marks durch. 200 Mark Geldschein. Ich weiß gar nicht, gab es 200? Ich habe einen 200 Mark Schein. Oh. Echt? Ich habe doch einen 200 Euro Schein. Wusste ich auch lange nicht, bis ich. Das ist der Gelbe. Das ist doch der Gelbe. Ja. Bis zur Hochzeit. Peter kennt nämlich nur die Lilanen.
Ich weiß gar nicht, so ja. große Scheine will ich gar nicht haben. Was soll man denn damit? Also, ja, ja, bei Helga dann 3 Euro kaufen. Für ein Brötchen bezahlen. Ja, genau. Helga, 2 Brötchen. Völliger bitte. Quatsch. Frage 34. Wir sind wieder bei Allgemeinwissen. So. Welcher Planet in unserem Sonnensystem ist der kälteste? Sam? Ich sag einfach mal Uranus. Das ist falsch, ich gebe frei. Neptun. Das ist richtig. Der Neptun. Ich war gerade den Merksatz nochmal am Durchgehen. Vielleicht kommt das, also ich würde jetzt eigentlich gerne danach fragen, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Wer weiß. Frage 35, Minecraft. Craft, wie ihr möchtet. In der deutschen Version von Minecraft, ja, wir sind hier ja deutsch, ne, erhielt die Pilzkuh im Februar 2016 einen neuen Namen. Wie lautet dieser? Alter. Die Pilzkuh. Was ist denn die Pilzkuh? Die rote Kuh mit den Pilzen. Die heißt jetzt nicht mehr Pilzkuh, die heißt jetzt anders. Die heißt seit 2016 schon anders. Ja, die heißt jetzt... Wieso habe ich die noch nie gesehen? Ram. Ulrike. Das ist richtig. Das ist falsch. Nice. Okay. Ich weiß halt nicht. Ich auch nicht, leider. Ja, ich kann mich nicht überhaupt... Da muss ich raten. Warte mal. Ja. Ich warte. Immer noch. Das ist ein Wortwitz. Warte. Ja, genau, das war ein Wortwitz mit... Pilzkuh. Das wüsste ich auch nicht mehr. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Pilzkuh gibt. Ach, jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich an die. Sicher, dass ich nicht im Krieg hieß. Wie ging das denn noch? Was kann man denn aus Pilz und Kuh machen? Die heißt Champing-Kuh. Nee, so heißt die nicht, aber der war gut. Gibt es noch Fliegenpilz? Also, das war irgendwas mit Mushroom, meine ich. War das Mushmoo? Das war nicht Mushmoo. Wir waren mit Mushroom. Was denn? Kuh-Room? Nee, das war auch nicht. Ah, fuck off. Das war irgendwas mit Mushroom und dann halt mit Kuh. Ja, die deutsche Version mit Mushroom? Ist ja krass dann. Ja. Ne, Moment, dann heißt dann Pilz. Mushroom? Danke! Ja, sowas war das. Dankeschön. Oh, nice. Sehr gut, Sepp. Da bin ich noch lebendig drauf gekommen. Auf mich ganz lustig. Besser. Frage 36, wir bleiben bei Videospielen. Wie lautet der Name vom deutschen Kanzler in der deutschen Version von Wolfenstein? Bram? Der heißt Heiler. Der heißt Heiler. Nice. Die hat Bram auch das letzte Mal richtig beantwortet. Die Frau Engel, die habe ich mal getroffen. Also die, wie heißt denn das? Sagt man denn eine Schauspielerin, Synchronisatörin? Die Synchronsprecherin? Die war zum Glück nicht ganz so drauf wie Frau Engel. Ja. War sehr nett. Ah, sehr gut. Frage 37. Du hast keinen Bock, alles zu unterjochen und allen auszulöschen. Nee, irgendwie nicht. Die war irgendwie sehr nett. Also. Ja, alles gespielt. Aber ich muss trotzdem gestehen, es ist echt. Also, weil das ist ja trotzdem ihr Face. Und ein bisschen weird ist das schon. Frage 37. Formel 1. Keine Schätzfrage. Wie viele Runden werden normalerweise beim großen Preis von Kanada gefahren? Ram. 42. Das ist falsch, ich gebe mal frei. Jay. 69. 69 ist leider nicht richtig, ich gebe frei. Da werde ich mich zurückhalten. Peter. Genau 60. Gebe frei in 3, 2, 1. Das ist mir zu viel rumgeraten. Das könnte ja. Es ist halt ein Gamble so. Also, ich gebe dir Tipp, Bram, mach nicht 43 oder weniger, weil 44 ist Spar mit der längsten Strecke. Und ich werde nicht mehr Montreal drücken. Montreal ist so zwischen 60 und 70, tippe ich. Würde ich auch tippen. Aber wie viele sind es genau? Okay, dann. Bam. Sag ich 65, wenn es dazwischen ist. Ich gebe mal wieder frei. Peter. Ich sag 62. Das ist falsch. Ich gebe mal wieder frei. Ich sag 61. Das ist falsch. Ich gebe mal wieder frei. Das ist aber wirklich schwierig. Allerdings.
Also jetzt haben alle von euch, glaube ich, eine Antwort abgegeben. Mhm. Zwei. Sogar. Insgesamt waren zwei Leute sehr nah dran. 59. Jay, das ist falsch. Zwei Leute waren sehr nah dran. Mhm. Kann ja nicht. Wenn ich mir gemerkt hätte, was alle 66. Das ist falsch, ich gebe frei. Wir haben, drei Leute haben 60, 61 und 62 gesagt. Das wäre ja. Ich habe 65 gesagt, dann gab es. Okay, dann 64. Das haben wir das schon? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist falsch. Ich gebe mal wieder frei. Ja, hatten wir jetzt die 63 schon? Ich glaube, die hatten wir schon. Peter. 66. Geh wieder frei. Das hatte ich gerade. 68. Geh wieder frei. Jay. 67. Hatten wir die? Nee, okay, die hatten wir nicht. Okay, das ist aber trotzdem falsch. Ich gebe wieder frei. 3, 2, 1. Ja, dann haben wir jetzt die 60er durch. Dann sage ich 70 einfach. Dann gehen wir weiter. Ach, nein, du warst doch nicht Sepp, 69. Quatsch, nicht Sepp. Jonathan war bei 69. Peters nächste Antwort war, ja, dann sind es ja genau. Und ich denke mir so, yo, jetzt kommt's. 60. Und dann, nein. Nein. Scheiße. Ja, lucky in me, nehme ich mit. Okay, Frage 38. Nintendo. Wen entführte Donkey Kong im gleichnamigen Spiel? Jay? Prinzess Peach. Das ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Im gleichnamigen Spiel entführte Donkey Kong wen? Mhm. Ist das das allererste noch? Ja, mit Jumpman. Mit Jumpman. Ja. Jumpman. Okay, wie hieß die Alda, die er mitgenommen hat? Die hatte einen Namen. Die ist doch bestimmt bei Mario Kart auch dabei. Jumpman. Wie könnte die gehießen haben? Warte. Hieß die Daisy? Nein, die hieß nicht Daisy. Gib frei. 3, 2, 1. Wenn er Jumpman hieß. Und ich glaube, bei Mario Kart ist die nicht dabei. Er muss ja dann. Es gibt nur Peach, Daisy und Rosalina. Aber die ist beim Mario Tennis, glaube ich, wieder dabei. Oh, was? Oder? Nee, da gibt's. Ich habe keine Ahnung. Dann gar keine Ahnung. Ja, kann sein, dass die nicht dabei kommt. Kann man darauf kommen mit der Handleitung von Jumpman und Donkey Kong? Also die ist, das ist die aus dem Spiel. Aber. Ja, aber weißt du, heißt die Lying Woman, wenn er Jumpman Lila ist? Heißt die. Die hat einen Namen. Also. Okay. Dann, da heißt sie heißt Ulrike zum Beispiel. Schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es war Pauline. Die kommt vor in Mario Golf Super Rush, Mario Tennis Aces, in irgendwelchen Game & Watch, in Smash Bros. Ist sie dabei. Ja, und halt in Donkey Kong. Und noch. Ja, wenn du das sagst, dann ist das so. Das sagt das Internet zumindest. Frage 39. Filme und Spiele. Wann, also ich möchte ein Ja hören, keine Schätzfrage, erschien der erste FIFA-Teil von EA. Bam. 94. Gebe frei in 3, 2, 1. Jay. Boah. 97. Das ist falsch. Gebe frei in 3, 2, 1. Jay. 96? Auch falsch. Gebe frei in 3, 2, 1. Bam. 95. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Erste FIFA-Teil. 98. Nee, das ist auch falsch. Wieso komme ich nicht durch? 3, 2, ich komme auch nicht durch. Was? Nice. Dann 93. Ach komm, ja, jetzt 93 mit der, sie besteht seit Ende 1993 mit der Veröffentlichung von FIFA International Soccer. Ah. Frage 40. Das war schon EA, krass. Weltgeschichte. Welcher griechische Universalgelehrte schrieb die Poetik? Ja, Sokrates. Nein, ich gebe frei in 3, 2, 1. Gehen wir mal mit Platon. Frei in 3, 2, 1. Sechs. Aristoteles. Aristoteles. Sehr gut. Heureka. War der das? Ja, oder? Heureka war Sokrates, oder? Ja. Weiß ich. Hey Bram, ich kenne nur die Namen. Scheiße. Oh, das hatten wir. Ich glaube, das hatten wir sogar schon zweimal.
Okay. Es kommt aus den Wiederholungsfragen zu Kreuzworträtseln, die Frage 41. Oh oh. Und wir suchen ein Backgewürz mit 4 Buchstaben. Oh mein Gott. Scheiße, das war natürlich nicht Salz. Das ist nicht Salz. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Okay. Das war was richtig Dummes. Ich erinnere mich daran. Ich meine auch, das war was richtiges Dummes. Wir haben übelst lange hin und her überlegt. Zimt. Das war nicht und das hat mich getriggert, nee, glaube ich. Das war nicht und das hat Peter getriggert. Das war also irgendwas 3, richtig, 2, richtig Dummes. Stimmt, ich erinnere mich daran, dass ich Mehl gesagt habe. Okay, na fuck. Ja? Ich wollte Mehl sagen. Das ist kein Backgewürz. Das war aber falsch. Du wolltest Mehl sagen, aber was sagst du jetzt? Mehl. Mehl ist falsch. Da fällt mir nämlich nichts anderes ein mit 4 Buchstaben. Mehl ist. Das wäre halt sowas Dummes. Ich meine, ich habe Mehl genauso. Ich meine, ich habe Mehl gesagt, weil mir nichts mehr eingefallen ist mit 4 Buchstaben. Ja, kann sein. Aber. Ah ja, genau, hier. Ja. Hefe. Hefe ist falsch. Ich gebe Schau, 3, 2, ja, aber das wäre auch so ein Kandidat, ja. Ist auch kein Gewürz. Nee. Ja, ich weiß, aber ja, das war ist super. Ich sag mal, strange. Das benutzt man nicht so. Also wir benutzen das nicht so häufig zum Backen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt zum Backen schon mal benutzt haben. Haben wir glaube schon nicht. Mal benutzt? Ich glaube nicht. Ich will ob du das privat schon mal benutzt hast, kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Nein, aber ob wir es bei Pizza mit Koch benutzt haben. Ich glaube nicht. Ja, dann habe ich das auch nicht. Anis? Das war nice. Ah, das war, yo. Anis it is. Sternanis hatten wir so mal. Backgewürz? Ja, hatten wir mal, das stimmt. Ich muss mit Julius immer Gewürze riechen. Okay, nicht zu tief die Nase reinhalten. Ja, ja. Frage 2. Vor allem, wenn er reinpustet und auf einmal die Chili im Auge hat, Digga. Wir haben die doch wirklich im Garten. Das kommt immer in den Keks. Cartoons und Kinderserien. Ja. Welche Phänomene suchen die Umgebung von Gravity Falls heim? Was? Wow. Naja, ist Gravity Falls, also die Gravitation spielt verrückt. Das ist falsch. Schade. Aber die Antwort ist schon uff. Ich kenne die nicht. Das ist natürlich eine Serie. Sagt mir auch gerade nichts, aber das ist, glaube ich, exakt wie beim letzten Mal. Das ist Gravity Falls passiert. Oh, warte mal, schwebende Inseln. Das weiß ich nicht, das steht hier nicht. Gib frei in 3, 2, 1. Das ist eine ganz, ganz simple Antwort. Also sehr allgemein auch. Was war die Frage nochmal? Die Gravität spielt verrückt, die Gravitation spielt verrückt, ist doch schon übel. 2012 bis 2016 lief die. Okay, nee, hab ich nicht gesehen. Also ich glaube, manche Folgen, boah, keine Ahnung. Also die Frage ist, welche Phänomene suchen die Umgebung von Gravity Falls heim? Welche Phänomene? Wie heißt das nochmal in Stalker? Nee. Einmal besonders eine leichte Schwerkraft und eine schwere Schwerkraft. Also eine starke und eine schwache Schwerkraft. Also einmal kannst du hochspringen und einmal kannst du eher auf den Boden gepresst. Weiß ich nicht, das steht da nicht. Nee, ich gebe wieder frei. Peter. Ich habe jetzt den Top-Tipp. Übernatürliche Phänomene. Ach, halt. Oh ja, stimmt. Das war so ein Scheiß, ich erinnere mich. Übernatürliche oder paranormale Phänomene so. Jo, Gravity Falls, jetzt wo du sagst, paranormale Phänomene in Gravity Falls, ey, das ist so doof. Da würde ich auch schwebende Inseln drunter zählen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding der Serie ist. Nee, das ist ja der Oberbegriff, der gesucht wird. Ah, wir gehen wieder zum Sonnensystem. Oh mein Gott, geil. Frage 43. Welcher Planet ist der sogenannte Morgenstern? Warte, was? Und? Planet. Ah. Morgenstern, Bram. Mars. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Ich glaube, das ist die Venus. Das ist die Venus. Oder? Alter. Aber, also, warum? Weil es die Venus ist. Irgendwie, weil das morgens der hellste Planet am Himmelskörper ist. Ah, okay. Jeden Morgen? Krass. Ja, immer um 6. Ja, verschiebt sich immer. Je nachdem. Weil die Venus näher an der Sonne ist, aber trotzdem, also auf der anderen Seite quasi vom Sonnensystem ist, zum Mars.
aber am nächsten zur Erde. Hä? Ja, also wenn du jetzt quasi die Sonne links hast, hast du auch mein Vater erklärt. Das heißt Merkur, Venus, Erde, Mars. Das heißt, ja, logischerweise ist die Venus leichter zu sehen, weil sie halt eher angestrahlt wird wahrscheinlich als der Mars. Mann, 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 hier lernst du ja noch richtig. Mensch, das ist ja... Frage 44, die habe ich damals mit Bram zusammen gemacht. Du wurdest gebibelt. Denn wir gehen zurück zu religiösem Schulwissen. Wie lautet das sechste Gebot? Boah, okay, Moment. Gott. Du darfst nicht, du sollst dich begehren eines anderen, deines anderen Frau. Vibe. Was? Du darfst dich begehren deines anderen Vibe. Also, ja. Merkt man sowas überhaupt als evangelische? Was war das? Den Gebote? Des anderen Frau ist das, glaube ich. Nee, Vibe ist, glaube ich, schon passend. Für Religion. Das ist falsch. Das wäre das neunte. Wie war das nochmal? Du darfst nicht, du sollst nicht und du kannst nicht oder so. Scheiße, das... Das sind die ersten drei. Nee, das ist so aufgeteilt. Das Ganze. In so Blöcke. Aha. Boah. Du sollst der Kirche viel Steuer zahlen. Du darfst nicht. Du darfst nicht ganz oben. Dann kam du sollst nicht, wa? So, nee, mach man nicht lieber. Und dann war... Ah, guck mal nochmal weg, aber eigentlich wäre nicht so cool. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht. Ja, das war letztes Mal schon so eine Rumraterei und dann war es nachher, keine Ahnung, irgendwas. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Die gilt jetzt für einige von uns, denn du darfst nicht Ehe brechen. Ah, irgendwas mit Heirat, so eine Scheiße, Alter. Oder. Hättest du auch laut sagen können, Peter, mit irgendwas mit Heirat. Das wäre ein guter Tipp gewesen. Ja, das wollte ich aber nicht laut sagen. Ja, entweder du sollst die Heilige Ehe brechen. Sankt Georg wäre sehr traurig jetzt über euch, Pfad. Der Heilige Sankt Georg. Na, heißt ja nicht so. Also Heilige Sankt. Exodus nennt es tatsächlich, du sollst nicht die Ehe brechen. Und Deuteronomium hieß das, glaube ich, ne? Sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Also, die sind sich da sehr einig. Hm. 45. Merksätze. Was merkt man sich mit dem Satz? Schwere Brecher rollen orgelnd gegen grüne Berge von ganz weit. Das kam von Andi. Schwere Brecher rollen orgelnd gegen grüne Berge von ganz weit. Boah, war das eine Ich weiß, was du nicht weißt, Frage? Sogar. Kannst du nochmal bitte vorlesen? Das kann sein, da hatten wir, glaube ich, auch so. Christian? Schwere Brecher rollen orgelnd gegen grüne Berge von ganz weit. Ich weiß das nicht mehr. Nachbarländer von Deutschland sind es nicht. Nee. Bundesländer sind es nicht. Boah, keine Ahnung. Das hat mit Geografie absolut gar nichts zu tun. 10 Stück. Geil. War das beim Backen oder so? Das war auf jeden Fall irgendein Job. Ah, ich weiß das nicht mehr. Okay, dann schließen wir mal in 5, 4, 3, 2, 1. Und wir haben schwarz, braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau und weiß. Das ist die Farbreihenfolge für Widerstände im Bereich Elektrik und Elektronik. Oh, an die Frage erinnere ich mich. An die Frage, Frage erinnere ich mich auch. Andi. Frage 46. Friendly Fire. Bei welchem Friendly Fire hatte Peter ein Donation Goal als Double und was? 3. Und Heller von Sinn. Okay. Das fehlt mir noch. Entschuldigung, mental war ich schon durch, war schon am Hören auf die nächste. Frage 47. Wir sind wieder im MCU angekommen. Und ich hätte gerne gewusst, welchen Marvel-Charakter stellt Samuel Sam Wilson dar, gespielt von Anthony Mackie? Oder Anthony Mackie. Jay. Falcon? Ja, müsste, wa? Ja. Oder ich wollte sagen Captain America und wollte hier triggern, aber... Ja, würde ich jetzt mittlerweile auch so langsam zählen lassen. Müsste Falcon sein, ja. Denn ich glaube, der wird ja Captain America. Gut, Frage 48. Elden Ring. Oh. Alle gespielt.
Oh nein. Mit welchen drei Möglichkeiten kann man Skelette töten? Alter. Oh, oh, oh. Ich glaube, die kann man die Klippe runterstürzen. Da kann ich mich noch drüber... Oh. Man muss sie mehrfach töten. Also wenn sie wieder auferstehen, dann nochmal töten. Aha. Ja, und? Achso, letztes Mal gab es jedes Mal einen Punkt, wenn man eins richtig hatte. Ja, diesmal nicht. Diese habe ich nichts von gesagt. Drei Stück. Ah, das war's. Ja. Dann den Caster töten. Ja. Und Jay hatte die Klippe runterwerfen. Das war aber das falsch. Das geht nämlich nicht, obwohl das richtig war. Mit einem Heiligschaden. Boah, nice, Alter. Alles bisschen Rick. Gezogen, aber alles richtig. Rick mehrfach drauf kloppen, Beschwörer töten und Heiligschaden. Das gab letztes Mal übrigens 12 Punkte, glaube ich. Da würde so ich jetzt eine auch Rick-te nehmen. Antwort. Wenn letztes Mal nur einen Punkt dafür gab, gab es maximal 3. Du hast gerade 4 bekommen. Nee, also man konnte jedes Mal einmal buzzern für eine richtige Dingens. Krass. Ja, okay. Aber da wussten wir das ja noch nicht. Bin ich mir aber nicht sicher. Das ist richtig. Vorletzte Frage. Star Wars. Oder. Zio Bibble. Die hatten wir, glaube ich, letztens erst. Was schreit Finn fast mal ins Gesicht, als er sie gefangen nimmt? Oh, scheiße, Moment. Dann haben wir von der letzten Woche erst. Die hatten wir letzte Woche. Das war... Ja. Das war... Ram? Jetzt hab ich dich. Oder jetzt, nein. Nee, jetzt okay, Moment. Ja, ich mach frei, mach frei. Ich weiß. Okay, ich mach wieder frei. Nein! Jetzt hab ich die Oberhand. Das reicht mir nicht. Ich gebe wieder frei. 3, 2, 1... Ram. Jetzt bin ich in charge. Nee. Was ist das denn? Also Englisch? Entschuldigung, jetzt bin ich hier die ausführende Kraft. Scheiße. Was? Was heißt denn charge auf Deutsch? Wenn jemand in charge ist, nicht der Chef. Jetzt bin ich hier der. Genau, jetzt bin ich hier der Chef. So. Das sagt die nicht. Ich gebe frei, 3, 2, 1. Er sagt das ja auch. Meine ich ja. Ach so. Das hatten wir letzte Woche. Ja, aber das war doch fast richtig, was ich hatte. Ja, das war auch fast richtig. Das war auch von Bram fast richtig. Aber genau, was ich sage, ich gerade nicht. Ihr hattet das echt letzte Woche und wisst das jetzt nicht mehr? Ja. Ich war der Moderator. Wusste vorher auch keiner. Das wurde dann halt aufgelöst. Ja, ich weiß. Doch, hier irgendwas so, jetzt, auf jeden Fall ging darum, dass jetzt, das hat so dieses Reverse-Ding war, so jetzt hab ich hier das Sagen, jetzt bin ich hier der Chef im Ring, irgendwie so was war das halt, was soll ich denn? Ah, sowas war das, okay. Ja, jetzt hab ich den längeren Knüppel, ich weiß es doch nicht mehr. Was hat er denn gesagt? Jeder. Jetzt sitze ich am längeren Hebel. Nee, ich gebe mal wieder frei. 3, 2, 1. Wollte Knüppel absnacken von Bram. Der Knüppel war nicht. Der hättest du was anders absnacken müssen, was Bram gesagt hat. Ach, scheiße. Was hab ich dir noch gesagt? Du hast so viel gesagt. Ja, du hast viel gesagt. Eins davon war richtig und hast du nicht gesagt während deiner Antwort. Jetzt muss ich hier laden. Ansonsten. Was hatte ich denn nochmal diese gesagt? Frage. In 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt bin ich am Drücker. Ich weiß es doch nicht mehr. Sinngemäß wäre richtig, aber das hat die nicht gesagt. Das eine Wort, das fehlt mir immer noch. Deswegen gebe ich jetzt wieder frei. 4, 3, 2, 1. Der hat gesagt, ich habe jetzt das Sagen. Ah, ja, sag ich doch. Nicht, also deswegen mit Charge und so, das wäre ja alles okay jetzt gewesen. Jetzt hab ich das Sagen. Und das hat Bram auch eben nochmal aufgezählt. Aber das hat er dann leider nicht gedrückt. So, letzte Frage. Jetzt wird nochmal schön, denn wir haben nochmal Geografie. Ich glaube, das ist falsch geschrieben, denn ich habe mal auf der Straße gewohnt und ich hätte gerne gewusst, in welchen beiden Bundesländern befindet sich der Hunsrück? Oh. Oder ist das was anderes? Oh, das hatten wir auch mal. Da haben wir 8000 Bundesländer durchgeöllert. Und das war... Kann man das beide so, also kann man das mit und ohne D schreiben? Ist ja abgefahren. Ja. Oh, Moment, kann man das mit und ohne D? Ich sag trotzdem Saarland und Rheinland-Pfalz. Boah! Oh, richtig! Krass. Das war nämlich diese Kombi, die super dumm war. Kann mich auch noch dran erinnern. Das war stark, Bram. Mit Saarland und Rheinland-Pfalz. Und damit kommen wir heute zu einem Endpunktestand von 124 Punkten von Jonathan zu 117 Punkten. Wenn es so schlecht angefangen hat. 110 für Peter und 94 für Sebastian. Das war das nächste 50 Fragen zu 50 Fragen. Dankeschön, Danke. Florian. Und, können wir öfter machen. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Tschüss.